Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder und heute soll es mal um dieses Ding gehen. Nein, ich habe mir kein Premium-Fahrzeug gekauft. Das ist der Galliope. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Also eigentlich ist es ein Sherman mit so einem leichten Raketenwerfer auf dem Dach. Und dieses Gerät habe ich schon, ich glaube, drei, vier, wenn nicht sogar fünfmal bekommen als nach wie heißt denn, tägliche Belohnung quasi, weil ich das Spiel starte. Und dieses Gerät ist einfach nur mega krass. Und warum das so mega krass ist, aber es hat einen Nachteil. Was heißt ein Nachteil? Ich muss das Ding auf Arcade spielen. Ich habe damit schon Leute abgeräumt, ihr werdet euch kaputt lachen. Also ich hoffe, dass ich das auch so zeigen kann. Mal schauen, ob das dann wirklich so geht. Deshalb spiele ich das Ding ausnahmsweise Arcade. Also meine früheren Videos waren ja ausschließlich Arcade, dann habe ich die Lust am realistischen gewonnen und die Lust am Arcade etwas verloren. Ab und zu spiele ich gerne Runde Arcade. Das macht wirklich, ja, es ist eine nette Abwechslung und es gibt mega viel Geld. Und wenn ihr so ein Ding mal gewinnt, dann spielt das auch, weil jetzt müssen wir mal gucken: 17.812 Erfahrungspunkte auf den M24 sind es jetzt noch. Ich gehe jetzt einfach mal ins Spiel ran und dann gucken wir gleich mal, was dabei rumkommt. Das Ding ist mega krass und ich hoffe, dass ich euch das zeigen kann, wie übel dieses Gerät ist. Das ist auch nicht umsonst. Gucken wir mal ganz kurz: also 4.3, mein anderes Line-Up. Na gut, der M10, der sollte das eigentlich knacken. Ja, geht so, ne? Das Ding kostet sau viel Geld. Das kostet 9.740 Golden Eagles, ne? Mal auf vergleichsweise 3.000, 3.000, ne? Gehen wir mal gerade zu den Deutschen. Nur mal so zum Vergleich. Das Ding ist schweineteuer. Warum das so teuer ist? Naja, wir werden es gleich sehen. T34 hier. Ne? Guck mal, wir gehen mal runter hier. Was haben wir denn hier? Ah, das gibt es nur im Paket. Aber hier, in Stufe 6. Also ein 6.0-Panzer ist noch nicht so teuer wie das Ding. Wie gesagt, warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Ich würde so viel Geld nie für dieses Ding ausgeben. Aber es macht mordsmäßig Spaß und das zeige ich euch jetzt von aus gesehen. Achso, ja, kurze Sache. Gehen wir noch mal kurz die Modifikation durch. Ich hätte fast vergessen hier. Also, 75 mm geschützt, nichts Wildes dabei. Ne? Hier haben wir die mit ballistische Haube, ne? Also mit Sprengstoffmasse so gesehen drin, Panzersprenggranaten. Und das ist schon ganz nett dabei. Ja, und dann gibt es hier diese M8-Raketen. Davon haben wir irgendwie 64 mit, glaube ich. Das ist richtig übel. Und E60, da oben steht es links in der Ecke. Da seht ihr halt, das macht mordsmäßig Bums, das Ding. Und richtig krank. Also richtig, richtig krank. Damit kann man so übel die Leute wegräumen. Ihr seht ja schon hier, ne? Also ich habe das Ding schon, ne, 18.200 Punkte damit gemacht und ich habe es mir nicht gekauft. Also ich habe es schon echt häufig bekommen und das ist wirklich absolut witzig, nur ich finde den Preis einfach viel zu teuer. Naja, von aus gesehen sehen wir uns dann gleich wieder im Spiel und dann zeige ich euch das mal. Diesmal aber Arcade, aber schaut es euch trotzdem an. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Bis später. Ja, da sind wir wieder im Spiel angekommen. Ihr seht, das Ding ist, mein Gott, Wirbelwind, hau ab hier, du Heini. Wenn wir mal daran gewöhnen, dass ich auf alles treffen kann, was hier rumfährt und das ist wirklich echt krank, sage ich euch. Ja. Das Ding hat halt, wie gesagt, diese 75 mm Kanone. Ich nehme aber auch jeden Brocken heute mit hier. Das ist wirklich der Knüller. Im Arcade spielt sich das natürlich sehr locker flockig, ne? Wir haben ein MG, wir haben das Geschütz und wir haben. Ne, das war das Falsche. Das sind die Raketen, genau. Und ihr seht, ja, die Dinger fliegen wirklich cool, ne? Also, ne, da oben eine fehlt jetzt, ne? Man sieht das jetzt sehr schön, da kann man sogar durchgucken. Ne? Hier, Feind in Sicht. Ja, total lustig, sage ich euch. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, wie gesagt, das wird so sein wie die letzten Runden mit diesem Panzer. Ich habe da eigentlich. Ja, natürlich gibt es mal eine Runde, wo Bam, seid ihr tot, ne? Das gibt es immer und überall und da könnt ihr den besten Panzer der Welt haben. Manchmal ist es auch einfach nur Pech. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man das da nicht kann. Es ist einfach Pech, ne? Passiert halt. So, mal gucken. Also, ja, mal gucken. Also, ich bin schon ein bisschen gespannt, muss ich ja ehrlich sagen. Mal schauen, ob ich mir das dann auch so richtig so ausdenke, wie das denn so sein könnte. Na, wir mal gucken. So bin ich so ein bisschen blöd gefahren, aber egal. Wir fahren hier trotzdem mal lang. Da ist was. Ah, da war nicht, okay. Ah, jetzt haben wir mitbekommen, okay. Ja, gucken, wo der herkommt von da hinten. Der 88er Truck beschießt uns. Eieieiei. Jetzt ist das Ding ausgefallen. Sehr schön, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da hinten vielleicht den 88er Truck hinbekommen. Haut ab, er weiß genau, was ihm blüht. Der muss nämlich gar nicht erst um die Ecke kommen.
Ach komm, vielleicht kommt er nochmal. Na, schauen wir mal. Natürlich gut einen mitbekommen hier zum Anfang. Na, schauen, dass die Kanone wieder fertig wird. Komm schon, reparieren. Wir stehen eigentlich ganz gut. Wir könnten gut drauf halten, aber wir schaffen es einfach nicht. Die 50. 1, 2, 1 und... Ich krieg die Kanone natürlich nicht so runter. Sehr schön. Wunderbar, Boden zerstört. Ihr seht, mit dem Ding kann man wirklich sehr gut die Leute ärgern. Das ist schon das nächste Gerät. Ja, es war das erste Gerät hier raus, sehr schön. Ein bisschen aufpassen, dass das hier auch genau so ist. Schön, versuchen wir mal das Ding jetzt hier rumzukriegen. Das Biest T34 kommt auf uns zu. Er frisst richtig, der hat halt keine Chance, sich da zu wehren. Wunderbar, nächste weg. Und ihr seht, ich bin hier wirklich mit einem schwer beschädigten Panzer unterwegs. Ich habe jetzt noch 24 Raketen und ich habe ja schon wie ein Bekloppter geballert. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, guck mal, was das so wird hier. Wir sind ja eigentlich schon ganz gut dabei. So, ich schmeiß mal ein bisschen Artillerie. Hier vorne ist doch ganz gut. Können wir nochmal Artillerie werfen, weil es so schön ist. Jetzt erobern wir das Ding am besten mal. Genau. Genau so sollte es sein. Ah, schauen wir mal, da vorne ist was, aber... Oh, ich dachte gerade, ich hätte getroffen, aber das war ja, einfach nur Pech. Oh, da vorne ist was. Ein M2. einfach nur durch die Sprenggranate einen mitgegeben gerade. Das war natürlich mega geil, ganz ehrlich. Sehr schön. Ist er raus? Ja, er ist auch raus. Gucken, ob das was wird, wenn ich jetzt hier lang fahre, so wie ich mir das vorstelle. Also es macht einem sau viel Spaß, dieses Gerät, wirklich. Kann es jedem empfehlen, Abschusshilfe. Komm schon. Ja, einfach mal mitgegeben, was konnten. Sehr schön, aber der nächste Treffer auf den T34, der kotzt jetzt gerade richtig. Kraftstofftank, sehr schön. Triebe, Gleisketten, sehr schön. Der ist weg. Gleiskette wieder gezogen, sehr schön. Unsere Kanone ist schon wieder kaputt und wir brennen. Das ist natürlich nicht gut. Aber wir haben ganz schön kassiert gerade. Jetzt noch mal ein bisschen Artillerie für unsere Freunde da zum Beispiel. Er hat halt, ja, sorry, aber wirklich. Lasst es einfach sein gegen den. Ihr habt doch keine Chance. Na, jetzt haben wir da vorne ein. Wird der nächste. Er ist rausgebrannt, sehr schön. Jetzt sind wir dran. Wir haben keine Raketen mehr. Das ist schade. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wirklich. Wir haben doch schon, wir haben doch jetzt alles durch, oder nicht? Und da gibt es auch noch mal Artillerien. Und das ist jedes Mal so, wenn ich diesen Panzer fahre. Ihr seht ja, was für einen Spaß ich gerade habe. Richtig, aber wir haben ja noch. Oh, wir referieren erstmal hier. Ich war. Jetzt lädt er noch die Raketen nach. Ja, komm mal, hier ist doch noch einer, komm. Jetzt noch einen mit. Ah, jetzt mal läuft dran. Jemals haben wir gerade kassiert, als Sturmhaubitze ist das. Sehr schön. Treffer mitgegeben, Treffer mitgegeben. Also in einer Tour ist das wirklich nur so.
Ich weiß nicht warum, das ist krank, dieses Ding, wirklich. Das ist einfach nur krank und ist ein Mega-Biest, ist das. Und ich habe einfach keine Ahnung warum. Also es ist ja wirklich ein Panzer, den man einfach sich holt, weil man Spaß haben möchte am Spiel. Also die Runde fing an, ich dachte mir, okay, gut, das ist eine Scheißrunde, machen wir uns nichts vor. Aber nein, dann wird schon wieder 60 Raketen. Wieder ein weg. Also ich weiß nicht, was ich noch machen soll, wirklich. Wieder ein weg. Ich weiß gar nicht, wie viel Doppelschlag jetzt hier. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja, ein KV-2, ja, da muss ich auch keine Angst vor haben. Wenn ich den passend treffe mit der Rakete, ist Feierabend. Aber man muss ihn erstmal passend treffen, das ist natürlich auch die andere Sache. Ah, wo ist er? Das ist ein KV-1. Ja gut, komm, fahren wir mal hier durch. Churchill, okay. Müssen aufpassen, dass wir die Kanone auch nach unten kriegen. Wurde zerstört. Das war jetzt die normale Kanone. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr. Das hängen wir bestimmt hinten fest, oder? Wirklich nur auf den Sack hier. Ja, wir hängen hier vielleicht fest, deshalb denke ich mal, es wird das langsamer gewesen sein. Wir kommen ja auch wirklich nicht mehr weg. Wir gehen nochmal Artillerie drauf. Was? Also ich bin gerade... Können wir reparieren, ist doch eh scheißegal, oder? Jetzt haben wir noch einen Dreker zerschossen, wie geil ist das denn? Jetzt müssen wir nachladen, okay, er kann auch nicht mehr schießen. Wenn wir Glück haben und das gleich treffen, dann ist er tot. Jetzt sind wir tot. Oh, jetzt könnte es vorbei sein. Wir hängen hier wirklich fest. Das ist sehr schade. Ich will ihn jetzt aber auch nicht verlieren, ganz ehrlich. Ah, komm, wir sind... Da ist auch noch einer. 12 Einheiten. 12 Einheiten. Oh, den kriegen wir nicht mehr. Das lasse ich jetzt so durchlaufen. Das ist einfach nur witzig gerade. Ja, ich weiß nicht, was hier los ist. Also... Und wie gesagt, jede Runde mit diesem Überlebenskünstler. Ich meine, 4000 Punkte mit diesem scheiß Panzer gerade gemacht. Einfach mal so. Einfach mal. Ne? Also, ich habe das echt jede Runde mit diesem Panzer. Ich habe da echt ein schlechtes Gewissen. Immer wenn ich den freischalte, immer so, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Immer weit. Oh nein, also... Es gibt da durchaus Situationen, wo ich mir denke, okay, ey, War Thunder, da hast du gerade richtig schlecht gespielt. Ne? Oder ey, das Moon, das hast du richtig, richtig verkeigt, ne? Aber wenn dieser Panzer kommt, das geht einfach nur ab. Guck doch mal, 62.000 Credits habe ich mit dem Ding gemacht, ne? Wir haben hier heldenhafte Panzerfahrer, Überlebenskünstler, Hinterhaltsserie mal 12, Profi mal 12, Trefferfolge mal 2, Rächer, Panzerretter und Doppelschlag. Also sorry, ne? Ihr seht hier, guck mal, schon wieder 3000 Punkte vor, ne? Also, das ist krank, das ist einfach nur krank, der N24, da einfach mal weggerockt. Und dieses Ding, das geht nur so, wirklich, das geht nur so. Wir können ja gerade mal gucken, was ich jetzt hier habe. Also es waren wirklich 60.000 Reingewinn. Na gut, das sind Premium-Fahrzeuge, weiß ich auch, klar, ist kein Problem. Aber meine Fresse, ich meine, ich hätte hier noch einen Booster drauf packen können. Oder einen, ach, ich weiß auch nicht. Also, dieses Ding ist einfach der Burner. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Also, ihr seht hier, die Panzerung, das ist auch nichts Wildes. Also, ich habe echt einfach nur Glück gehabt. Ne? Guck mal da oben, 90 mm. Ne? 52, ja gut, das ist eine Blende, die da vorhängt. Ne? Das ist dann nicht schlecht. Wenn ihr gegen dieses Gerät fahrt, das ist ganz leicht. Schießt hier oben hin.
Das ist ein Moonlager-Treffer, den ihr da macht. Das Ding, dann explodieren die Raketen und die fliegen von oben dann runter. Und wir erinnern uns, was haben wir hier? 25 Millimeter. Ja, und wenn wir jetzt mal hier gucken, was der Sprengradius von den Dingern ist, ne? 29 Millimeter. Sprich, schießt einfach hier oben drauf, die explodieren. Ihr könnt die manchmal sogar mit einem MG, habe ich das Ding schon kaputt geschossen. Aber das wissen die wenigstens. Ich weiß nicht warum, aber dieser Galiope, keine Ahnung, wie der heißt, ne? Dieser Sherman mit den krassen Raketen auf dem Dach, der ist halt einfach mordsmäßig krass. Mordsmäßig krass. Und der macht mega viel Spaß und rattengeil. Also ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr diesen Panzer mal gewinnt, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, ein paar Mal gewonnen. Einmal habe ich ihn sogar nur einmal kurz gefahren. Ich werde ihn jetzt noch ein paar Mal fahren, weil das einfach witzig ist. Ja, das ist cool und macht richtig, richtig Spaß. Guck mal, Sichtbarkeit 250%. Ja, das Ding, das ist, ne, mein Gott, da sind so verkackte, da sind 64 Raketen, haben die einfach auf dem Panzer aufgebaut. Guck mal diese Verkabelung hier hinten alles an. Ne? Also richtig übel. Fahrt diesen Panzer, wenn ihr ihn gewinnt. Wenn ihr, also das Ding, wie gesagt, ich habe da sehr viel Spaß und ich freue mich jedes Mal. Und eben dachte ich schon bei der Runde, oh, zum Anfang so, das war nicht gut. Das war nicht gut. Scheiße, jetzt hast du so große Schnauze gehabt, auf Deutsch gesagt. Und dann sowas. Nein, nein. Ne? Weil dieser Panzer, das ist der Knüller. Aber halt, ne, mal ganz ehrlich, 9.740 Golden Eagles. Nein, sorry. Da bin ich raus. Das ist sehr viel Geld. Und das muss nicht sein. Dafür gibt es bestimmt bessere Panzer, die vielleicht mehr. Ja, das sind schon gute Panzer. Ne? Man kann ja nicht jetzt einen, den Panzer mit dem vergleichen. Das geht nicht. Aber das ist einfach nur der Knüller. Und. Macht sehr viel Spaß. Ne? Generell, Amerikaner machen mir momentan sehr viel Spaß. Das ist ganz witzig. Den M22, den überspringe ich mal. M24 ist, glaube ich, auch ein ganz schön böses Gerät, glaube ich. Da muss ich nochmal genau gucken. Aber auch die normale Standardkanone, die macht super viel Bock. Guck mal, hier kann ich nochmal meine Crew ein bisschen hochleveln. Also mal gucken, was ich hier so mache. Ladeschütze, Nachladegeschwindigkeit, Vitalität, ja, Richtschütze. Keine Ahnung, machen wir hier mal ein bisschen in der Fahrer, Fahrgeschick, Vitalität. An Agilität, ach, ganz ehrlich, ich habe dazu mal was gesagt. Ne? Wenn ihr nicht spielen könnt oder wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann bringt euch die beste Kuh nichts. Genauso ist es und dann passt das dann auch. Ich habe noch keinen Cent in meine Kuh investiert, in dem ganzen Spiel. Ne? Ab und zu klappt es dann doch relativ erfolgreich, möchte ich mal meinen. So wie heute zum Beispiel oder wie gerade. Das ist cool, das sind witzige Runden. Ich habe natürlich auch sehr viele schlechte Runden, aber mit diesem Panzer irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Hier richtig cool. Immer, jede Runde bis jetzt, ich will immer meinen mindestens einen rausgenommen. Ist einfach nur krank. Ja, ich weiß nicht, wer sowas erfunden hat, aber früher hatten die halt in der Hinsicht alle doch einen ganz schönen Dachschaden. Ne? Wenn wir uns, aber wenn wir in der Dachschaden-Fraktion sind, dann gehe ich mal lieber hier hin, weil die Kollegen, die hatten Schweren an der Waffe, sagen wir es mal so. Naja, so, dann gucken wir mal, wie das so weitergeht. Wie gesagt, jetzt mal eine Runde Arcade. Generell spielt Runde Arcade, wenn ihr mal Bock habt, wenn ihr Geldnöte habt, spielt Arcade, kann ich euch empfehlen. Ansonsten, wenn ihr natürlich mehr Spaß haben wollt, spielt. Da ist mir gerade die Aufnahme kaputt gegangen. Also, wie gesagt, nochmal, ich habe nicht drauf geachtet, ich habe so viel gequatscht, das freut mir auch nichts. Wenn ihr Arcade spielen wollt, spielt Arcade, es macht sehr viel Spaß. Wenn ihr realistisch spielen wollt, bleibt beim Realistischen, das macht auch sehr viel Spaß und ist genauso lustig. Ich switch da ab und zu mal hin und her, bin auch neulich mal so ein bisschen mit Simulationsschlachten angefangen, aber da bin ich noch nicht ganz so warm mit, da macht mir realistisch einfach mehr Spaß. So, dann lassen wir das Video jetzt auf Video sein, sonst bricht die Aufnahme dann auf einmal nochmal ab. Das wäre natürlich sehr schlecht und dementsprechend sehen wir uns ja vielleicht im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt War Thunder. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.